In dem Maß, in dem sich die Technologie entwickelt, wird sich die Notwendigkeit von Menschen im Personalbestand kontinuierlich verringern. Dies verursacht eine schwerwiegende Kollision, die die Falschheit des geldbasierten Arbeitssystems beweist, weil die Arbeitsplätze der Menschen im direkten Wettbewerb mit der technologischen Entwicklung stehen. Daher werden die Menschen angesichts der grundsätzlichen Priorität des Profits mit der Zeit fortwährend entlassen und durch Maschinen ersetzt. Wenn die Industrie Maschinen einstellt, verringert sie den Personalbestand, anstatt den Arbeitstag zu verkürzen. Man verliert seinen Job, also hat man das Recht, Angst vor Maschinen zu haben. In einer hochtechnologisierten, ressourcenbasierten Ökonomie ist es noch skeptisch beurteilt zu sagen, dass etwa 90% aller derzeitigen Erwerbstätigkeiten durch Maschinen erledigt werden können. Sie würden die Menschen befreien, ihnen ein Leben ohne Knechtschaft ermöglichen. Denn dies ist die Hauptsache von Technologie selbst. Mit der Zeit ist es mit Nanotechnologie und anderen hochentwickelten Formen der Wissenschaft nicht weit hergeholt, dass selbst komplexe medizinische Prozeduren ebenso durch Maschinen verrichtet werden können, und zwar basierend auf Mustern mit viel höheren Erfolgsquoten als Menschen heutzutage erreichen. Der Weg ist klar, aber unsere auf Geld basierende Struktur, die Arbeit für Einkommen benötigt, blockiert diesen Fortschritt. Denn die Menschen brauchen Arbeit, um zu überleben. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Abschaffung des Systems. Sonst werden wir niemals frei sein und die Technologie wird fortwährend gelähmt bleiben. Wir haben Maschinen, die Kanäle reinigen, die Menschen von dieser Arbeit befreien. Also schaut auf die Maschinen als Erweiterung menschlicher Arbeitsleistung. Des Weiteren gibt es heute viele Berufsstände, die in einer ressourcenbasierten Ökonomie keine Basis für ihre Existenz haben. So zum Beispiel alles, was mit dem Geldmanagement zu tun hat, Werbung zusammen mit dem Rechtssystem selbst. Denn ohne Geld würde ein Großteil der Verbrechen, die heutzutage begangen werden, niemals auftreten. Nahezu alle Formen von Verbrechen sind Konsequenzen des Geldsystems, entweder direkt oder durch Neurosen, die durch Geldmangel entstanden sind. Daher könnten vielleicht Gesetze selbst aussterben. Anstatt ein Schild aufzustellen, Achtung Rutschgefahr bei Nässe, nutzt man auf den Straßen einen groben Fahrbahnbelag, damit es bei Nässe nicht rutschig ist. Wenn jemand betrunken in ein Auto steigt und sein Auto sehr stark ins Schwanken gerät, könnte es ein kleines Pendel geben, das rauf und runter schwingt, um das Auto zurück auf die Bahn zu bringen. Kein Gesetz, eine Lösung. Baut Sonare und Radars in die Autos ein, sodass sie nicht zusammenstoßen können. Zivilisationsbedingte Gesetze sind Versuche, mit auftretenden Problemen fertig zu werden. Wenn Sie die Lösung nicht wissen, machen Sie ein Gesetz. In den USA, dem am stärksten privatisierten kapitalistischen Land auf dem Planeten, sollte es keine Überraschung sein, dass es auch die größte Population von Häftlingen auf der ganzen Welt hat und sie wächst jedes Jahr. Statistisch gesehen sind die meisten dieser Leute ungebildet und stammen aus armen, sozial benachteiligten Teilen der Gesellschaft. Entgegen der Propaganda ist es die Konditionierung durch die Umwelt, die sie zu ihrem kriminellen und gewalttätigen Verhalten verleitet. Die Gesellschaft schaut jedoch weg, was diesen Punkt betrifft. Die Gesetze und Gefängnissysteme sind nur noch mehr Beispiele dafür, wie es unsere Gesellschaft vermeidet, sich die Wurzeln Verhaltens anzuschauen. Milliarden werden jedes Jahr für Gefängnisse und Polizei ausgegeben, während nur ein Bruchteil für Programme gegen Armut aufgewendet wird, eine der fundamentalsten Einflussgrößen für die Entstehung von Verbrechen. Solange wir ein ökonomisches System haben, das Knappheit und Mangel bevorzugt, ja vielmehr produziert, wird es immer Verbrechen geben. Anreize. Wenn die Leute Zugang zu den Lebensnotwendigkeiten hätten, ohne Knechtschaft, Schulden, Tausch, Handel, würden sie sich ganz anders verhalten. Ihr wollt, dass all diese Dinge ohne Preisschild verfügbar sind? Nun dann, wenn es keine Preisschilder gibt, was wird die Leute dann motivieren? Wenn jemand alles bekommt, was er will, wird er nur noch in der Sonne herumliegen. Das ist der Mythos, den sie endlos fortsetzen. Die Menschen in unserer Kultur sind darauf trainiert zu glauben, dass das Geldsystem Anreize produziert. Wenn sie Zugang zu den Dingen hätten, warum sollten sie irgendetwas tun?
Sie würden ihren Ansporn verlieren. Das ist es, was euch beigebracht wird, um das Geldsystem zu stützen. Wenn man Geld aus dem Szenario herausnimmt, wären da andere Anreize, ganz andere Anreize. Wenn die Menschen Zugang zu den Notwendigkeiten des Lebens hätten, würde sich ihr Antrieb verändern. Was ist mit dem Mond und den Sternen? Neue Motive würden erwachen. Wenn du eine Zeichnung machst, an der du dich erfreuen kannst, wirst du es genießen, sie anderen Menschen zu geben, nicht zu verkaufen. Bildung. Ich denke, ein Großteil der Ausbildung, die ich heute sehe, ist im Wesentlichen darauf ausgelegt, eine Person auf einen Job zu programmieren. Es ist sehr spezialisiert. Sie bilden keine Generalisten aus. Die Leute wissen über viele unterschiedliche Themen nicht Bescheid. Ich denke nicht, dass man Menschen dazu bringen könnte, in den Krieg zu ziehen, wenn sie über viele Dinge gut Bescheid wüssten. Ich denke, die Ausbildung besteht zu einem großen Teil aus Auswendiglernen. Sie werden nicht gelehrt, wie man Probleme löst. Ihnen werden keine Werkzeuge in die Hand gegeben, emotional oder auf ihrem eigenen Feld, um kritisch zu denken. In einer ressourcenbasierten Wirtschaft wäre die Ausbildung ganz anders. Das Hauptanliegen unserer Gesellschaft ist die geistige Entwicklung und die Motivation jeder einzelnen Person, ihr Potenzial voll auszunutzen. Denn unsere Philosophie ist, je klüger die Menschen sind, desto reicher wird die Welt, weil jeder zu einem Mitwirkenden wird. Je klüger deine Kinder sind, desto besser wird mein Leben sein, weil sie konstruktiver an der Umgebung mitwirken werden können und an meinem Leben. Denn alles, was wir in einer ressourcenbasierten Ökonomie entwickeln, würde in die Gesellschaft eingespeist werden. Es gäbe keinen Grund, etwas zurückzuhalten. Zivilisation, Patriotismus, Waffen, Armeen, Navies, all dies ist ein Zeichen, dass wir noch nicht zivilisiert sind. Die Kinder werden ihre Eltern fragen, habt ihr die Notwendigkeit der Maschinen nicht erkannt? Dad, konntest du nicht sehen, dass Krieg unausweichlich war, wenn ihr Mangel produziert? Ist es nicht offensichtlich? Natürlich wird das Kind verstehen, dass ihr Dummköpfe seid, aufgezogen nur, um den etablierten Institutionen zu dienen. Wir sind eine widerwärtige, kranke Gesellschaft, die keine Geschichte schreiben wird. Sie werden nur sagen, dass große Nationen Land von kleinen Nationen nehmen, indem sie Druck und Gewalt anwenden. Die Geschichte wird von korruptem Verhalten sprechen, den ganzen Weg bis zum Beginn der zivilisierten Welt. Das ist dann, wenn alle Nationen zusammenarbeiten, Weltvereinigungen, die an gemeinsamen Gütern für alle Menschen arbeiten, ohne dass irgendjemand jemandem anderen unterworfen ist. Ohne soziale Schichtung, ob es technischer Elitismus ist oder irgendeine andere Form von Elitismus, ausgerottet vom Angesicht der Erde. Der Staat tut nichts, weil es keinen Staat gibt. Das System, das ich vertrete, eine ressourcenbasierte globale Ökonomie, ist nicht perfekt. Es ist nur viel besser als das, was wir heute haben. Wir können niemals die Perfektion erreichen. Mein Land ist die Welt. Meine Religion ist es, Gutes zu tun. Tom Spaine. Die sozialen Werte unserer Gesellschaft, die sich im immerwährenden Krieg manifestiert haben, Korruption, unterdrückenden Gesetzen, sozialer Schichtung, bedeutungslosen Aberglauben, Umweltzerstörung und einer tyrannischen, sozial abgestumpften, profitorientierten, herrschenden Klasse sind im Wesentlichen das Ergebnis einer kollektiven Ignoranz der zwei grundsätzlichsten Einsichten, die Menschen bezüglich der Realität haben können, die sich ständig entwickelnden und symbiotischen Aspekte der Naturgesetze. Die sich konstant entwickelnde Natur der Realität besteht darin, dass alle Systeme, egal ob Wissen, Gesellschaft, Technologie, Philosophie oder irgendeine andere Kreation, wenn sie ungehemmt sind, einem flüssigen, immerwährenden Wandel ausgesetzt sind. Was wir heute für alltäglich halten, wie etwa moderne Kommunikation und Transport, wäre im Altertum unvorstellbar gewesen. In gleichem Maße wird die Zukunft Technologien beinhalten, Erkenntnisse und soziale Strukturen, die wir heute nicht einmal verstehen können. Wir gingen von der Alchemie zur Chemie, von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Universum, vom Glauben, dass Dämonen der Grund für Krankheiten wären, zur modernen Medizin. Diese Entwicklung zeigt kein Zeichen des Endens, und es ist dieses Bewusstsein, das uns ausrichtet und uns auf einen kontinuierlichen Weg zu Wachstum und Fortschritt führt.
statisches, empirisches Wissen existiert nicht. Vielmehr ist es die Einsicht, das Emergenz aller Systeme, die wir erkennen müssen. Das bedeutet, dass wir zu jeder Zeit offen für neue Informationen sein müssen, auch wenn es unser derzeitiges Glaubenssystem bedroht und folglich unsere Identitäten. Leider scheitert